So, Alola, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und ja, imaginären Leute, die ich mir gerade vorstelle, weil ja niemand zuguckt. Außer das du. Ist korrekt. Doch, es guckt noch Alola. Jemand. Genau, es guckt ja jemand. Genau, wir sind der Geschäftsführer woanders. Von Acid Softdrinks GmbH und Co. KG. Oh Mann, schön. Bei dir muss ich mich einkaufen, wenn ich mal irgendwann selber Produkte vermarkten will. Das ist korrekt. Ja, gut, wir machen gerade woanders weiter, als wir aufgehört haben, weil hier ist was, das leuchtet grün. So. Ich zeig es ist davon. Grünes Licht. Ja, es ist grünes Licht, was machst du? Es ist leuchtet grün. So. Und, ja. Keine Ahnung, gehen wir mal wieder dahin. Übrigens, ich habe ein bisschen in der Offscreen-Zeit, die ich hatte, die ja recht viel war. Gucken wir doch mal, wie viel Zeit ich hier jetzt schon mittlerweile habe. Spielzeit 27 Stunden. Das kann gerade irgendwie wie so ein Vorwurf. Nein, keine Sorge, keine Sorge. Nein. Übrigens, ich habe dich schon vorher gehabt. beim Angeln habe ich übrigens nicht nur ein paar schöne Pokémon gefunden. Corazon fehlt mir leider immer noch. Ich habe es immer versehentlich besiegt. Aber ich habe was anderes bekommen. Und zwar zum Beispiel, wo ist es denn? Wo ist sie denn? Och Mann. Perle, zum Beispiel. Und manchmal zieht man beim Angeln? Beim Angeln zieht man manchmal einfach so eine Perle raus. Das ist cool. Oh. So. Rosa Nektar? Rosa Nektar, die gelben Nektar, rosa Nektar und sowas, das bekommt man, um ein bestimmtes Pokémon seine Form ändern zu lassen. Und zum Glück steht hier ein bestimmtes Pokémon, weil sonst würdest du wieder ausrasten. Oh nee. Okay, außerdem, beim Angeln kann es auch natürlich passieren, dass eine Riesenperle kommt oder ein Karpador. Das Choreoge. Meistens, ja, genau. So, und außerdem, das wollte ich jetzt sagen, als schlechter Choreoge. Witz zum... Ja, ist ja gut. Als schlechter Witz zum Anfang, wenn man nicht gerade eine Perle oder eine Riesenperle oder ein Pokémon rauszieht aus mit der Angel, dann kann es auch noch passieren, da bekommt man... das da. Also... Merkt euch, Kinder, wenn ihr eure Rute in jedes nasse Loch reinsteckt, dann bekommt ihr auch mal ein oder eine Tripperle. Wow. Was war das da oben, die Skurrilo-Statue? Die gab's im... Oh, die gab's zum beim Einkaufen. Soll ich dir mal den Markt zeigen, hier mit den absoluten Schnäppchen? Ja, bitte. Denn ja. Das war ja der Hinweis aus XY. Hier, genau. Hier gibt's nämlich einen Schnäppchenmarkt übrigens. Hier ist auch ein Hypno, da drin ist auch ein Hypno. Von denen, oder von einem davon mindestens bekommt man Erholung, wenn man 1000 Pokédollar springen lässt. So, hier explodieren okay. Die Rabatte, nimm diese Coupons und Rabatte, Blumen, Rabatten, so. Das Coole ist ja, ne, die Leute, die bei Game Freak arbeiten und das Spiel gemacht haben, die waren ja tatsächlich in Hawaii, so ja. Wie auch in den anderen Regionen, um sich immer da so zu inspirieren. Ah, natürlich. Und die verarbeiten immer ihre Eindrücke. Heißt das, sie sind auf so einen Markt gestoßen, wo alles so reduziert war, dass die dachten, boah, das ist typisch für Hawaii, das große Spiel. Ja, scheint, kann sein, gut, ja. Wir haben keine Mühen gescheut, um dir diese einzigartigen Sparangebote zu ermöglichen. Also solltest du dann auch keine Mühen scheuen, um unseren Laden mit deinem Geld zu unterstützen. Ja, ja. So, hier bei diesem Hypno, da habe ich Geld hingegeben. Jetzt macht es mittlerweile nur noch Hypno. Also 1000 Pokédollar und da hat es mir Erholung gegeben und mir gesagt, das ist gar kein Hypno. Sondern? Ein Typ in einem Kostüm. Wow. Ein Bettler. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier gibt es so Sachen wie Schafer, Tamotbeeren, Knabberspaß. Sinnoh-Knosp-Mischung, so, Lava-Keks, Bruchware. Ausbruchware. So, dieser Typ, der hat was ganz Tolles für mich. Immer hereinspaziert. Willkommen im Schnäppchenparadies. Du siehst zwar aus wie ein talentierter Trainer, aber du hast noch einen weiten Weg vor dir. Genau, aber bist du nicht. Wenn du als stärkster Trainer von Alola wieder zu mir kommst, habe ich eine Aufgabe für dich. Keine Ahnung, was das sein wird. So, bei den dreien, da kriegt man Sachen. Und das Schöne ist, ich kann das ja gerne mal zeigen, an dem hier. Was darf sein? Ich will was kaufen. Ja. So, Schutz haben wir hier. Gut, dann nehme ich doch gleich mal 99 Stück. Nein. Du sag mal, ist das quasi dann das Kaufhaus in der Region? Das ist dann so... Naja, es gibt mehrere. Es gibt sogar eins in... Oh Gott, Hauholi? War das in Hauholi? Da waren wir nämlich gar nicht drin gewesen. Da gibt's einen Schnäppchenmarkt? Nee, nicht einen Schnäppchenmarkt. Es gibt da ein Einkaufszentrum. Da kann man zum Beispiel welche von diesen Superattacken beibringen lassen, die nur die Starter-Pokémon lernen können oder die Evolutionen davon. Okay.
Okay, aber hier kaufen wir uns mal Schutz für 10.000. Ach ja, ich habe auch noch eine Info für dich, und zwar der Attackenhelfer, ne? Ja. Den gibt's erst bei der Pokémon-Liga. Okay. So, auf jeden Fall hier, da du einen Coupon hast, bekommst du 5.000 Poké-Dollar zurück. Das heißt, wir kriegen immer die Hälfte von dem, was wir ausgegeben haben, gleich wieder. Cashback. Lol. Ja. Und du kannst ihn so oft verwenden, wie du willst. Also damit kann man sich hier auch Timer-Bälle bei der einen kaufen, hier, und Nestbälle, bei der gibt's die. Oder Superbälle, wenn man unbedingt will. So, ansonsten, ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Teflon. Ich kaufe mir hier ein wenig Proviant für den Kampf, den ich mir später im Battle Royale ansehen werde, ja. Ach, guck mal, Tukanon-Snacks oder was? Genau, oh ja, genau, deswegen bin ich drauf gekommen. Guffa-Kuschelkissen, Mega-Sonderpreis, Tukanon-Sammelobjekt. Ja, deswegen cool. Wusste ich, dass es Tukanon heißt. Ich habe dir nämlich ja diese Einmeldung geschickt. Ja, ja. Kokowai-Kugelschreiber, guck die dir an. Nicht euer Ernst. Das ist cool. Oh Mann, zu dem Preis? Das ist ja cool. Oh Mann. Okay, ja, das ist hier so der Laden. Ist echt nett. Hier gibt's eine Beere pro Tag, die habe ich heute schon. Na, sei nicht so gierig, das sind schließlich nur Kosten. Ein neuer Tag, eine neue Beere. Ein neuer Tag, eine neue Beere. Wohl eher ein Tag, ein neuer Cent. neuer Samen. Bist du schon mal hinter den Markt gegangen? Guck mal, ob da was liegt. Man konnte da lang. Konnte man? Moment, ja, sicher, das meine da, ich. Ja, das sieht so aus, als wäre da eine freie Fläche, wenn man der Karte glauben kann. Ja, dann ist da wahrscheinlich irgend so ein Hinterhändler. Ne? Nee, oder? Es ist KP Plus. Übrigens, diese Items braucht man gar nicht so sehr. Es gibt nämlich etwas, das habe ich auch schon mal aufgesucht. Das Pokémon Resort. Das ist das, wovon du gesprochen hast. Ja, pass auf. Schwupp. Damit kommt man nämlich hin, da kommt man hin, wenn man Glurak hat, genau. Mhm. So, und hier gibt's schon ein paar Inseln. Ich habe mir keine Mühen gescheut, zum Beispiel diese hier schon voll auszubauen. Die Bohneninsel, da bekommt man von diesem Baum, Bohnen. Und hier sieht man auch ein paar von meinen Pokémon, die ich in den Boxen so hab. Flampivi, Pavi, Turtok. Flampivian. Ja, ein Pichu, ein Pikachu, ein Entei. Das sind größtenteils welche, die ich noch in Oras gefangen habe. Und da unten rechts dieses Pokémon blenden wir mal schön aus. Koreobe. Jo. Koreobe. Und Lusadin habe ich auch jetzt. Jawohl. Und hier wie heißt das? Nicht Froyal, Frubaila. Ja, genau. Frubaila. Da kann man nämlich irgendwo tauschen. Warst du schon im Dschungel? Nein, ich bin nicht weitergegangen, also nicht weiter. Und ich habe mir ein Magma gefangen, das taucht nur auf, wenn man bei dem Vulkan ein Magby trifft und es um Hilfe ruft. Okay, cool. Genauso, irgendwo habe ich auch ein Zubiris gefunden in der Tenkarat-Höhle. Das kriegt man nur, wenn ein Rockarat um Hilfe ruft. Ohne T, aber sonst richtig. Rokara, oh, na dann, gut, weil wegen Tenkarat, hupsa. So, ja, hier gibt es übrigens die Fitnessinsel, da können Pokémon trainieren. Und Acid nehmen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe mal mein Mauzi in der Pension eine Weile gelassen, es ist nicht ein Level gestiegen. Also entweder dauert das übelst lange oder das haben sie hier rauf verlegt, auf diese Insel. Keine Ahnung. Aber hier... Wäre krass, wenn die nur noch zum Züchten ist. Ja. Aber an sich, das Level wird trotzdem angezeigt. Ich gehe mal davon aus, es dauert einfach nur länger oder geht jetzt nach Zeit und nicht nach Schritten. Das könnte sein. Na gut, dann gehen wir doch wieder raus aus dem Pokémon Resort. Ja, ich hab gerade einen Kommentar zum Asset bekommen. Oh. Föd, Rischgeil. Rischgeil. Ach ja, ich habe auch meinen Pokédex generell ein bisschen weiter vervollständigt. Ein Botogen habe ich mir mal gefangen. Das gibt's nämlich auf Melemele. Genauso in einem Bereich, wo man nur mit Tauros hinkommt, gibt es Mamfaxo und Mobile. Mamfaxo habe ich jetzt noch nicht. Das hat mir dann doch zu lange gedauert. Aber immerhin Mobile. Und wenn das um Hilfe ruft, kann sie dann... es steht im Pokédex. Ich habe nach dem Pokédex geguckt. So. Naja, wenn es das aber nur in Sonne oder Mond gibt, steht es ja auch da trotzdem. Steht es trotzdem da? Weil ich kenne das nur, dass es nicht... Also ich kenne das aus den älteren Editionen. Stehen auf einem... Ah, da ist was. Da ist Blubberwasser.
Ach, warte mal, man kann jetzt nur angeln, wo es eh schon blubbert. Nee, nicht da, wo es blubbert, sondern wo diese Steine unten im Wasser sind. Ach so, man kann gar nicht mehr angeln, wo man will? Nee, das ist jetzt... Aber diese Steine sind natürlich gut verteilt, also von daher. Okay. Das passt schon. So, außerdem, die Angelstellen werden dann auch auf dem Pokédex angezeigt. Vor allem, da wird ja sogar gezeigt, in welchem Stück Gras ein Pokémon ist. Und wir haben Riesenperle bekommen. Wie gesagt... Jo, wenn du genug davon hast, kannst du sie alle an einem Faden aufführen. Ja, zum Beispiel. Ach übrigens, in diesem Stückchen Wasser kann es passieren, und ich glaube, die Chance ist weitaus größer, wenn es blubbert, dass ein Lampi erscheint. Hm. Hab ich du, auch schon. Bevor du durch diesen Tunnel gegangen bist, hast du da schon links und rechts geguckt, was da war? Du meinst bei hier, da? Du meinst... Ja, links und rechts waren jeweils Wege. Ja, ja, genau, genau. Hier war... Hier kommt man runter, wenn man... da einfach runter geht. Stimmt. Und übrigens, wenn man jetzt nach oben geht, dann kann man da zum Beispiel Dick da finden. Wenn man mit dem... Ja, du kannst da jetzt ja rüber surfen. Ganz ehrlich, schade. Ich finde das so schade. Ich habe das jetzt natürlich alles gesehen, aber ich muss es ja eigentlich mal zeigen. Ach so, war das nicht dabei, wo du aufgezeichnet hast alleine? Oh. Lol. Na, ich habe nicht... Nee, ich hab nur eine Stelle alleine aufgezeichnet. Also nicht alles. Das kennt jetzt noch keiner. Genau, das hier kennt keiner. Lol. Das sind Dick da. Okay. Na, wir können es ja auch mal zeigen. Hä? Wenn ich denn mal... Mit der Haarpracht. Nee, ja, Dick da hat ja bloß so ein kleines... Aber deren bisschen. Fähigkeit ist schön. Ah. So. Lockenpracht. Lockenpracht? Ja, soweit ich das verstanden habe aus den Screens, die es davon gibt, senkt das die Initiative bei physischen Angriffen vom Gegner. So. Effektiv Aquaknarre. Ja, ist ja Bodenstahl. Ja, aber ist normalerweise nicht Wasser irgendwann mal schwach gegen Stahl gewesen? Nee, normal effektiv, aber gegen Boden sehr effektiv. Hm. Na gut. Ja, jedenfalls, ja, jetzt. Also, ich hab's schon gefangen für mich selber, also... Wir müssen uns da keine Sorgen machen, ich mache mir dann auch einen Dickdreh, wenn wir weiter in der ganzen Sache sind, weil das Level lohnt sich nicht bei... Sobald man mehr als 10 Level drüber ist. Das dauert ewig. Kann ich gleich sagen. Das übrigens ist heute, und mit heute meine ich, vor 2 Wochen, ist ein Trailer rausgekommen, der die exklusiven Z-Attacken der Starter-Finalentwicklung zeigt. Ah, nice, nice. Sehr schön. So, sehr schön. Okay, hier ist halt was und ja, okay, auf der anderen Seite, da ist zum Beispiel auch so eine Angelstelle, da habe ich einen Sterndu gefunden. Mal gucken, was... Ja, und oben wird wahrscheinlich noch irgendein Item sein, sonst würden die da nicht Trainer, so weit rausgehen. Die habe ich schon mal besiegt, um das Ganze abzukürzen. Ganz oben auch, weil das wäre so eine Position, wo Game Freak normalerweise Items verstecken würde. Was, wo ganz oben? Wenn du da ganz oben surfst. Nach oben. Ja. Nein, normalerweise hätten die dann irgendwo Land. In die hinterste Ecke. Ja, kann ja sein, dass da Land ist. Nee, ist nicht. Laut Karte schon. Oh, toll, ein Carpador. Hab ich übrigens auch gefangen und hab schon ein Garados draus gemacht. Das Carpador habe ich übrigens Garauno genannt. Wow. Dann ist das jetzt Garatres? Hä? Ja, ein Garatres habe ich auch. Das ist auch ein Carpador, das ist noch nicht entwickelt. Das wird dann zu einem Down... Das wird zu einem Downgrade. Garatres wurde zu Garados. Down-Syndrom, sagst du? Übrigens, zu Gara... ja, genau. zu Gara... Garados habe ich übrigens auch noch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mal nachgeschlagen... Hä? Ach so. Ich habe mal nachgeschlagen, und zwar Dos ist ja 2 im Spanischen, wie wir beide wissen. So, ja. Und dann habe ich auch mal geguckt, Garados, wenn man es so aussprechen würde, wäre sehr nahe an... der spanischen Entsprechung für Klaue Nummer 2. Wow. So, pass aber mal auf, wenn man... Ich habe aber zuerst nicht nach Gara gesucht, sondern nach etwas mit einem U drin, weil ich dachte, das U ist stumm, aber es heißt dann Guara. Und das ist wiederum ein Schimpfwort. Also wenn man seinen Pokémon Guarados nennen möchte, mit Doppel-R übrigens, dann sagt Pokémon, das darf man nicht. So, nee, jetzt würde ich mal weiter. Ging. Hä? Wo? Links. Links. Die Straße lang. Ach, da. Oh, dann will ich da sowieso hin. Und ich habe auch eine coole Info für dich. Und zwar, Platscher hat jetzt einen Effekt. Ach, oh, und ich habe es gerade in einem Pokémon... Also, ich habe es vergessen lassen von einem Pokémon. Pass auf. Welchen? Normium Z. Kannst du Z-Platscher ausführen und der steigert dann deinen Angriffswert um 3 Stufen. Alter.
Das steht witzig. Dann zwar, hat nichts gebracht, aber du hast dann 3 Buffs auf Angriff. Krass. Oh, was haben wir denn hier? Es sieht ein bisschen aus wie Ein kleines Aether-Labor. Ja,